Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Outer Wilds, hier ist euer Neosuit. Und wir sind weiterhin auf der Suche. Nicht nach der Quantumweisheit, auch das wäre interessant. Sondern wie komme ich zum tollen Ort, der des südlichen Observatoriums. Wie sind wir hierher gekommen? Wir können die Hänge nehmen, würde ich nicht sagen. Das ist Norden. Und er sagen, hier Quantumkanone, Schwerkraftkanone. So rum. Nehmen wir die. Die hat den Weg schon irgendwie. Die hat jetzt ein paar interessante Wege. Die Frage nur: Reicht das? Passt das? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier irgendwo gelandet. Nördlich sind wir jetzt. Wir wollen aber eher südlich hin. Es sind Lichter. Wir führen uns doch zur Schwerkraftkanone. Alter Schwede. So. Ja, ist ja auch super. Wenn man hier irgendwie ankommt und überhaupt. Wunderhübsch, so. Die Kreuzung, Westen, 350 Meter. Kommt zur Kreuzung. Aua. Ach, du führst mich zur Kreuzung. Kreuzung. Wie wird der Weg nach unten sein, Michael? Das muss das sein, wo wir hinwollen. Ich weiß halt nur nicht, wo lang. Es gibt hier, warte, es gibt hier drei Wege, ne? Da muss der mittlere ja der richtige sein, der hier. Nee. Was ist das? Nee, damit kommen wir ja zum Legen hier wieder. Nein, das ist hier. Ah! Ist das der Süden? Das ist der Süden, ne? Da müssen wir hin, theoretisch. Da müssen wir theoretisch hin. Ich will ja nicht ins schwarze Loch fallen. Ich will ja nicht hier reinfallen. Wir können uns hier rausziehen. Oder wir kriegen es irgendwie hin, hier zu landen. Aber. Nein. Nein. Hier. Dahin. Das ist richtig. Damn it. Was ist das hier eigentlich? Komm, du fliegen weiter hinten. Da haben wir hier dran. Oh, ich könnte mich leicht aufregen. Wow. Ich kann natürlich auch probieren, ich fliege da einfach rein. Ja, es explodiert, schön. Wenn die da reinfliegen, ja. Ich kann auch probieren, einfach zum südlichen Pol zu fliegen.
Das ist aber ein äußerst gefährliches Unterfangen. Aber ganz ehrlich, wenn ich im südlichen Observatorium nur Kacker ist, dann rege ich mich leicht auf. So, wir gehen nach oben. Wir haben wieder den Riesen hier. Sonne hier. Zwillingsstar. Wo sind die unsere Freunde? Da sind sie. So, jetzt die große Frage. Wie gefährlich wäre es, da jetzt reinzufliegen? Wird es besser eigentlich im Fliegen geworden oder ist es nur leichter mit dem Ding? Ah, nee, halt, stopp. Wir sagen nichts. Nein, wir wollen. Wir können natürlich in Landungsmodus gehen, aber. Ach, diese südliche Kuppel. Es ist halt vereist, ne? Hier ist die Kraterlaterne, will ich gar nicht. Klar, wenn wir hier noch ein paar Runden drüber drehen, dann müssen wir noch da hin. Dann bröckelt der Krater auch irgendwann. Da. Nee, hier will ich hin. Wieder reinfliegen und dann nach da oben. Wir wollen langsamer zurück. Stopp! Oh, ist das leicht verwirrend. Ruhig. Wir sind jetzt erstmal hier gelandet. Schauen uns aber gleich wieder weiter um. Okay, wir sind im Innern. Wir sind im Innern, Leute. Da ist der Süden. Da wollen wir hin. Ganz ruhig. Ruhig. Blick hoch. Ich will hier irgendwo hin. Das ist das doch, oder? Das ist der Süden hier. Ja, da waren wir noch nie drin, ne? Oh, ist das verwirrend. Da wurde einem ja schlecht hier. Kommen wir hier irgendwie rein? Vor allem können wir auch irgendwo landen. Nein. Oh, das ist ein Mist hier. Kann ich hier irgendwie reinkommen?
kann doch nicht sein, dass das hier nur mit Schw ich crashe da mit Schwung gegen oder was? Hier, da ist eine Kante. Aber selbst dann bin ich nicht in diesen Eiszapfen drin. Ja, doch, doch, das ist ein Weg. Komm. Ja. Aber ich stehe noch nicht. Jetzt. Okay, Leute. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Da ist was mit Gravitation. Na toll, und jetzt? Wir müssen springen, oder? Ist das der Weg? Wir müssen darüber springen. Alter Schwede. Sauerstoff entdeckt. Das ist ja so einfach. Das ist ja wirklich der. Sind wir hier? Doch, wir sind am Südpol. Wir sind also tendenziell da hoch. Da hoch. Aber ich sitze noch verkacke. Ich krieg's natürlich noch hin zu verkacken. So, wie kommen wir da hoch? Darüber springen dann, okay. Warte, wir springen da jetzt einfach rüber. Dann springen wir darüber. Ja. Dann springen wir darüber. Dann haben wir hier irgendwas. Um da hoch zu springen, ne? Und wir kommen hinein ins Observatorium. Kann das sein? Oh mein Gott, ja. Boah, das war ja leicht frustrierend. Untiefen der Riesenprojektionsstein. Sind die Untiefen der Riesen, wa? Und hier sehen wir irgendwas projiziert. Cassava, Konoi, Das und ich haben Bauteile der Sonden-Orbital-Kanone in den Orbit gehoben, um sie dort zusammenzusauen. Aber aus irgendeinem Grund ist eins davon einfach unter die Strömung gesunken. Das Conroy, das hättest du sehen müssen. Wir dachten, es wäre unmöglich, dass ein Kanonenbauteil auch nur teilweise unter die Strömung sinken könnte. Aber es ist direkt bis zum Kern gesunken. Der Cassava hat mich davon abgehalten, das Phänomen mit anderen Kanonenteilen zu testen. Ich bin dennoch neugierig, was da passiert ist. Wie kann so etwas unter die Strömung sinken? Conroy, mein Dank für diese spannende Frage. Es ist faszinierend. Spire hat ein Modell von den Untiefen der Riesen hier im südlichen Observatorium auf dem bröckeligen Krater aufgebaut. Und es verrät uns, warum ein Objekt manchmal unter die Strömung sinkt. Xava, Conroy, ich verstehe die Antwort nicht. Wenn ich es nur im Projektionsbecken ansehen kann, kannst du mir es besser erklären, wenn ich es im Observatorium vorbeikomme? Conroy, sofern dir die Reise unter der Oberfläche bis zum Südpol keine Umstände macht, wäre ich sehr erfreut, dich zu begrüßen. Es gibt zwei Zugangspunkte. Einen an der Schwerkraftkanone auf dem bröckeligen Krater und ein am Turm der Quantumweisheit. Diese Zugangspunkte muss mir mal noch jemand erklären. Was ist denn damit? Ich spring da jetzt nicht rein.
sind irgendwelche komischen Wirbel. Die lesen erstmal. Kasasavas Fertigungsanlage nutzt schon länger die Zyklone auf den Untiefen der Riesenumteile der Sonden Orbitalkanone in den Orbit zu heben. Ein Teil wurde aber unter den Luftschirm gedrückt, der eigentlich verhindert, dass etwas absinkt. Speyer und ich arbeiten an einem Modell, um die Ursache dafür herauszufinden. Neuigkeiten. Es ist nun klar, dass es zwei verschiedene Zyklonarten gibt. Die meisten Zyklone auf den Untiefen der Riesen rotieren im Uhrzeigersinn. Diese Zyklone nutzt Kasava in der Regel, um Teile in den Orbit zu heben. Es gibt aber auch einen selteneren Typ, der in entgegengesetzter Richtung rotiert und Objekte unter Wasser und unter die Strömung drückt. Kasava, danke Speyer. Connor hat mir deine Arbeit gezeigt und ich bin sehr neugierig auf diese andere Zyklonart. War es aber wirklich nötig, ein Modell zu bauen, um mir das zu erklären? Das Modell wird bei der weiteren Beobachtung der Untersuchung sehr nützlich sein. Haben wir noch was? Außerdem wollte ich das Modell unbedingt bauen. Okay. Passiert hier was? Da oben ist noch mehr. Wir müssen unbedingt das jetzt hier nutzen, bevor hier wieder alles. Ist noch nicht alles vorbei. Fliegt noch mal vorbei. Wir haben noch gut Zeit. Das sind die Zwillingsdinger. Er zeigt sie uns an. Und auch die anderen. Okay, wir können uns alles anzeigen lassen. Auch alles anzeigen. Riese. Zerbrochene Blablabla, ist das das? Schwarzdorn ist das. Das Auge fliegt irgendwie außen rum. Vielleicht ist das das, was wir uns anschauen wollten. Fehler. Orbit kann nicht bestimmt werden. Es wurde kein Signal gefunden, das bekannte Kriterium für das Auge des Universums erfüllt. Achso. Aber eine Fehlermeldung bekommen. Connor, was sind die bisherigen Erkenntnisse aus unserer Suche nach dem Auge des Universums? Well, Mellow. Basierend auf dem Wissen über den Quantummond glauben wir, dass das Auge die Sonne dieses Sternsystems umkreist. Das bedeutet wiederum, dass sich das Auge in einer festen, wenn auch immensen Entfernung von ihm befinden muss. Blum, diejenigen von uns im Gefährt verfolgten ursprünglich das Signal des Auges bis zu diesem Sternsystem. Wir konnten aber nicht zum Auge selbst warpen. Private, weder das von uns auf Abraumfels gebaute Ortungssystem noch das neue, sensiblere System vor Ort konnten Hinweise auf das Signal des Auges erfassen. Hypothese, das Auge hat aufgehört, sein Signal auszusenden. Das war es möglich, dass das Auge auch nicht gefunden werden möchte. Boom. Kessava, wie kannst du so etwas nur denken? Das Signal des Auges hat in das Universum hinausgerufen, damit wir zu diesem Sternsystem kommen. Sava, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin schließlich mit Geschichten über das Auge aufgewachsen. Und dennoch sind wir seit unserer Ankunft hier noch keinen Schritt mit der Suche vorangekommen. Ja. Ich schwanke auch zwischen, ich lerne neue Sachen und ich komme hier auch nicht voran, aber wir haben es endlich ins Observatorium geschafft. Das ist ja wirklich nur mal ein Meilenstein. Von daher probieren wir das Beste hier draus zu machen. Connor, wie soll ich unser Ansatz auf der Suche nach dem Auge des Universums ändern? Wie soll ich unser Ansatz ändern? Mellow, wir wissen dank des Quantummonds, wie das Auge aussieht. Sollen wir daher versuchen, das Auge mit visuellen Mitteln zu suchen? Lasst uns eine Sonde aussehen. Das war Mellows Vorschlag ist clever, aber wir wissen nicht, wo sich das Auge in Bezug auf unsere aktuelle Position befindet. Die Wahrscheinlichkeit, eine Sonde in die richtige Richtung zu senden, ist verschwindend gering. Ich
glaube, ich habe eine Lösung für das Problem. Hast du mit Raimi und Pai über die Technologie gesprochen, die sie entwickeln? Private, wir konnten das Signal des Auges auch mit zwei speziell auf diesen Zweck gebauten Apparatur nicht aufspielen. Daher sollten wir diesen Suchansatz verwerfen. Ambens, wir müssen eine Sondenstartvorrichtung bauen, die große Entfernung in kurzer Zeit überwinden kann. Eine Kanone im Orbit um einen Himmelskörper herum würde dabei helfen, dem Schwerkrafteinfluss des Planeten zu entkommen. Okay. Also die Untiefen der Riesen wären eine gute Wahl. Sie befinden sich am weitesten von der Sonne entfernt, wodurch wir einen sehr guten Startwinkel hätten. Sie haben auch keine störenden Monde, außer wenn der Quantummond zu Besuch kommt. Ja, lass uns die Kanone im Orbit um die Untiefen der Riesen richten. Eine Kanone im Orbit der Riesen. Das war die Kanone und sie ist kaputt gegangen. Wahrscheinlich. So jetzt meine Theorie. Was haben wir noch? Hier ist nichts weiter. Oder bitte sag mir, ist nichts weiter. Haben wir noch was nicht übersehen? Sagen nein. Hier ist ein immens weiter Orbit. Da kann ich bestimmt werden. Bitte die Tür öffnen, hilft mir das. Aber wenn die so bleiben würde, wäre super, aber. Untiefen der Riesenstrahl, was ist hier in der Mitte? Ja, dann gehen wir zu unserem Schiff, würde ich sagen. Das ist leider nicht unser Schiff. Unser Schiff ist mehr da gelandet. Ja, wir sind ja auch blöd. Unser Schiff war innen drinne. In diesem schönen Geschehen. Und damit haben wir schon ein Problem? Oder? Warte. Ach ja, und das wäre jetzt der Weg gewesen, ja? Das wollte er mir jetzt ernsthaft erklären. Ich versuche zu meinem Schiff zu kommen und finde dann direkt im Grunde den Weg da reinzukommen. Das ist nicht euer Ernst. Kann ich das jetzt hier eigentlich hier ablegen? Das ist fein. Leg sie doch hin. Nö. Hier, kannst du auch hinlegen. Da, da, nee. Alles klar, wir voll. So, jetzt müssen wir irgendwie noch rauskommen. Komm, da ist eine Lücke. Und dann fliegen wir zu dem Riesen und stellen fest, dass die Welt mal wieder explodiert. Vielleicht so. So der Weg, den wir gehen müssen. Da ist der Riese. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ab hier raus. Ab hier raus. Autopilot aktivieren. Dann sehen wir noch zumindest hier die spannende Landung, das, was auch immer vor uns liegt. Und da sollen wir jetzt landen, ja? Stopp, langsamer. Landungskamera. Wir nähern uns langsam.
1100 Meter. Wir sehen nichts, wir sehen nichts. Oh ja, es ist es sind Zyklone da. Und Uhrzeigersinn oder was weiß ich. Hier sollten wir noch nicht landen. Das ist noch mehr Zyklone. Die eintransportieren. Hinaus. Und die anderen hinein. Alter Schwede, und hier ist nochmal so ein richtig großer Zyklon. Können wir hier landen? Das sieht ja mal crazy aus hier. Okay. Wir haben hier auch ein Schiffslog. Das jetzt einige Sachen sagt. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Sondenorbitalkanone sagt das jetzt hier uns, ne? Die nochmal beschlossene Sonne mit einer Umlaufbahn der Untiefen der Riesen zu bauen. Ja. Samen, das haben wir nicht weiter rausgefunden. Und Gabro. Okay, da gucken wir dann auch nochmal hin. Eine Grenze. Ja, okay. Das Zentrale ist ja so Projekt. Die Zentrale in der Zwillingsasche. Holy moly, guckt euch das an hier. Einige Zyklone. Die gehen hinein ins Wasser, kann das sein? Gegen die Uhr. Die sind im Uhrzeigersinn. Die gehen ins Wasser. Wir können uns aber das hier noch ansehen, oder? Nein, Geistermaterie. Haben wir irgendwas, um mit der Geistermaterie mal klarzukommen? Schwerkraft ist sie sehr stark. Kommen diese Stürmer von zu? Kommen diese Stürmer von zu? Okay, 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 okay. Ich weiß es nicht. Sie machen mir Angst. Ich finde, der kommt auf uns zu. Und er schleudert uns irgendwo rein. Sind wieder raus. Er hat auch das rausgeschleudert. Jetzt sind wir im Wasser. Untiefen der Riesen. Wir können auch im Wasser irgendwo hin. Das sind Quallen. Was ist das alles? Aber wir können nicht weiter, weil die Strömung uns wieder raustreibt, ne? Und dieser Wirbel ist im Uhrzeigersinn, das heißt... Er ist trotzdem also faszinierend, aber auch gruselig. Gehen wir mal bitte wieder hier hoch. Guck mal, das sieht doch hier schön aus. Für was auch immer. Ist das ein Landeplatz? Aber. Ja, komm, es ist ein Landeplatz. Wir müssen nur noch es auf die Reihe kriegen. Nein. Oh, bitte Landungsmodus hier, das ist ja furchtbar. Geht doch. Landungsmodus geht klar. Aber wir sind wieder eben.
Wir haben ihn mitgenommen. Nee, sehen wir nicht. Lassen wir ihn fallen, den Untiefen. Das ist hier Station. Die. Was war das zum Schießen? Oh nein, was ist jetzt? Kommt jetzt hier der Wirbelsturm? Bin ich hier sicher? Und jetzt sind wir im Weltall. What the? What? Fallen wir dann wieder auch auf dem Planeten? Immer so als Frage. Schießt er einfach seine Inseln raus? So sieht's aus. Unter Wasser. Und dann taucht die wieder auf. Crazy. Cassava, so weit, so gut. Wir haben das finale Modul der Sondenorbitalkanone fertiggestellt und sind bereit, es in den Orbit um die Untiefen der Montage zu schicken. Unser nächster Schritt wird sein, Privet zur Sondenorbitalkanone zu schicken, um das Sonnenverfolgungssystem zu installieren. Cassava, an alle meine Freunde hier auf der Fertigungsanlage, ich spreche euch hiermit meine Dankbarkeit für eure unermüdliche Arbeit aus. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, aber ich glaube wirklich, dass diese Kanone im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen tatsächlich Erfolg haben kann. Platz, wie ich meinen Bruder kenne, wird Evans und seine Gattin die Sonne mit so viel Energie wie möglich starten wollen. Ich bin besorgt, dass die Kanone der Belastung nicht standhalten wird. Also ich schlage vor, dass wir Evans und Mello eine Leistungseinstellung bereitstellen, die etwas niedriger als das absolute Maximum ist, um Spielraum für ihren Enthusiasmus zu haben. Das schmierst du uns Honig ums Maul, Liebling? Ich freue mich über deine Worte, aber sie sind eher untypisch für dich. Cassava, wenn ich je auch nur halb so schnulzig werde, wie sich Mello und Evans zusammenverhalten, darfst du mich aus der Sonnenorbitalkanone abfeuern. Wo sind wir hier? Ich sehe noch kein Licht. Ich glaube gerade, es explodiert die Sonne. Oh oh. Jetzt geht alles schräg. Jetzt sind wir wieder. Achso, was mit dem Ding. Und dann ist explodiert. Crazy. Man ist so auf dem. Oh. Spektakulär, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denn diesen nächsten Zyklus, den sehen wir in der nächsten Folge. Und da werden wir uns dann wirklich nochmal diesem Planeten widmen, der wirklich interessant ist auf jeden Fall. Und den wir noch nicht ganz durchdrungen haben. Viele Rätsel auf jeden Fall wieder. Also bis zum nächsten Mal. Euer Neosud.